Was geht ab? Herzlich willkommen bei Köln kocht. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute wird nicht gekocht, sondern es wird gebacken. Ich möchte so ein bisschen weg vom, ja, vom Industriebrot, was man so kaufen kann im Supermarkt, im Einzelhandel. Und ich backe inzwischen, wenn ich Zeit habe, eigentlich fast jede Woche, mir mein Brot selbst. Heute ist es mal ein Brot von Diamant. Die machen auch Mehl und andere Produkte im Bereich Getreide. Und heute machen wir uns mal ein Ciabatta, was wir mit Gewürzen abschmecken. Ich habe alles mal so an Gewürzen jetzt rausgeholt, die ich in meinem Schrank habe. Salz, Pfeffer, wir machen ein bisschen Sesam rein, wir machen Muskat rein. Das kann ruhig ein bisschen explodieren. Und dann tun wir uns noch 3 schöne rote Zwiebeln in Würfel schneiden, werden die schön anbraten und geben wir nur noch dazu. Und da haben wir so ein schönes Gewürz-Ciabatta mit Schmorzwiebeln. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Köln kocht, zack, ciao, mit euch, ich bin raus. So. Hier steht jetzt das Rezept immer drauf, 500 Gramm Backmischung für Diamant-Ciabatta Zimmertemperatur und dazu geben wir dann 325 ml lauwarmes Wasser dazu. Das machen wir doch einfach mal. So, nehmen wir mal uns hier 500 Gramm raus, das ist hier quasi eine Portion. Mal gucken, ob das auch später auch nicht vielleicht sogar zu viel ist für meine Backform. Jetzt habe ich mir mal hier so ein paar Gewürze rausgesucht, ich mache jetzt mal hier so ein bisschen Sesam mit rein. Ihr könnt da wirklich frei Schnauze alles reinmachen, was ihr wollt. Muskat passt da mal ganz gut, finde ich. Sehr intensiv. Ich habe hier noch ein bisschen Szechuan-Pfeffer. So ein bisschen asiatisch, aber nicht so extrem. Was habe ich hier noch? Ach komm, noch ein paar Kornblumenblüten machen wir auch mal dazu. Dann gibt das so eine schöne Farbe. Ja. Dann haben wir noch mal einen Schuss Öl rein. Kann nie schaden. Das ist mein Gewürzöl, was ich so ein bisschen mit Knoblauch gemacht habe, mit Rosmarin und mit Thymian. Was haben wir noch? Haben wir hier noch ein bisschen Fleur de Sel, also ein bisschen Meersalz, geben wir noch dazu. Ein paar Prisen. Ich kann ja gerade noch mal gucken. Backmischung mit Hefe, genau. Also die Hefe ist da quasi schon mit drin. Man kann ja immer auch mal so hinten ein bisschen drauf gucken. Ich werde das jetzt mit dem Wasser gleich vermengen und den roten Zwiebeln, die wir gleich noch zusammen schmoren werden. Und dann mache ich das in meine Backform und dann stelle ich das dann auf meine Heizung beziehungsweise in meinem Wohnzimmer auf die Fensterbank und dann lasse ich das eine halbe Stunde ziehen. Beziehungsweise, ja, dass die Hefe so ein bisschen arbeiten kann. Und das war's schon. So, das lassen wir jetzt mal so ein bisschen stehen und machen die Zwiebeln. Zwiebeln, die machen wir hier rein. Ihr könnt die Zwiebeln auch noch ein bisschen, ja, wenn ihr wollt, noch ein bisschen mehr Farbe geben lassen, dass sie so richtig braun oder schwarz werden. Das geht auch. So, und jetzt kann ich den fertigen Brotteig nur mal gucken, dass der auch wirklich gut vermengt ist. Kann ich hier rein tun. So, ich habe jetzt mal den Teig abgefüllt. Noch als kleiner Tipp von mir, also das ist jetzt eine Silikon-Backform für Kuchen, für Brot etc. Ich würde jedem empfehlen, der jetzt kurz davor ist, sich sowas zu kaufen, weil er vielleicht denkt, ach, Kuchen backen, auch mal wieder cool oder halt, ich will auch mal so ein Brot backen, was da super easy ist, würde ich jedem empfehlen, eine Silikonform zu nehmen. Die ist auf jeden Fall spülmaschinenfest, habe ich auf Amazon gekauft, ich glaube für 12 oder 13 Euro. Da war noch ein Pinsel mit dabei und ein Gummischaber. Wo ist er? Hier. Na? So, und diese Silikonbackform ist halt cool, die ist halt erstmal spülmaschinenfest, beziehungsweise da passiert halt einfach nichts mit. Ne? Also wenn ihr euch diese ganz klassischen Kastenformen holt, die meistens in Backöfen dabei sind, also so die aus Metall, die halten die ersten 3 Monate vielleicht und dann tust du mal so ein bisschen, gehst du mit einem scharfen Gegenstand rein, machst irgendwas kaputt, weil da oft so eine Silikonschicht drauf ist. Deswegen würde ich euch empfehlen, lieber Silikon nehmen. Ist zwar, ne, Plastik, Silikon, aber lieber das hier nehmen.
da habt ihr am Ende mehr davon. 12, 13 Euro kann man nochmal ausgeben. Denkt dran. Jetzt habe ich das jetzt hier abgefüllt. Ihr seht das. Ist nicht super krass voll. Und denkt dran, das ist eine fertige Backmischung, die Hefe beinhaltet. Jetzt mit dem lauwarmen Wasser und der Backhefe, dem Salz und dem Zucker beginnt jetzt ein Prozess. Das heißt, das Brot gart jetzt. Die Hefe arbeitet jetzt. Ich werde jetzt diese Backform in mein Wohnzimmer stellen, auf die Fensterbank, wo so ein bisschen die Wärme von der Heizung hochkommt. Und werde das jetzt eine halbe Stunde stehen lassen. Und dann kommt das Ciabatta-Brot. Jetzt muss ich gerade mal hier drauf gucken. Ich will auch, genau, jetzt 30 Minuten auf einem Mod stehen lassen. Ja, 5 Minuten stehen lassen. So, und dann bei Heißluft, Ober- oder Unterhitze. Ich mache, glaube ich, Ober-Unterhitze. 200 Grad, ca. 20 Minuten. Ich persönlich mache es ein bisschen weniger. Ich gehe auf 160 Grad runter und lasse das so 45 Minuten im Backofen. 40 bis 45 Minuten im Backofen. Das war's schon. Wir sehen uns gleich wieder, wenn das Brot fertig ist. So, Freunde, das Brot ist fertig. Ich schaue jetzt mal, wie es aussieht. Also, schaut doch mal rein. Es ist fast perfekt geworden. Das war jetzt drinne, ich glaube, so ungefähr 45 Minuten, oder? Ja, 145 Minuten bei 160, 170 Grad. Also nicht ganz so, wie es auf der Verpackung steht, aber ich bilde mir so ein bisschen ein, dass wenn man es ein bisschen länger und mit weniger Hitze lässt, backt es sich irgendwie so ein bisschen besser. Also das ist so ein Gefühl, so eine Gefühlssache, ne? Also es kann auch mit dem Originalrezept auch funktionieren. So, dann schauen wir uns das mal an. Also es ist gut geworden, ist jetzt hier ein bisschen übergelaufen, ist ja gar kein Problem. Das kann man jetzt abkühlen lassen, aber wie schon gesagt, ich will euch das auch mal gleich mal zeigen. Mit dieser Form, ne? Schaut mal hier, ich habe nichts gemacht, ja? Es ist minimal was hängen geblieben, nur hier an der Ecke. Ne? Warum, weiß ich auch nicht, aber keine Ahnung.